Ich habe heute eine Regierungserklärung zu den Unwetterschäden in unserem Land Rheinland-Pfalz gehalten. Und ich danke noch einmal aus ganzem Herzen allen, die angepackt haben in unserem Land. Das war wirklich vorbildlich und man sieht, dass dieses Land zusammenhält, auch in Krisenzeiten. Wichtig ist es, nochmal den Betroffenen zu sagen, dass unser Hilfspaket unbürokratisch und direkt wirken soll. Das heißt, alle, die bedürftig sind, sollen unsere Unterstützung erhalten. Und schließlich haben wir heute den Kommunen einen Pakt angeboten zum Hochwasserschutz. In der Vergangenheit haben wir 1,1 Milliarden investiert an unseren Flüssen. Aber wir brauchen auch Hochwasserschutz in Regionen, wo man früher überhaupt kein Hochwasser erwartet hat. Deshalb, die Landesregierung ist tatkräftig und wir tun alles dafür, dass möglichst wenig passiert und dass die Menschen abgesichert sind in Zukunft.